Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max. Servus. So, beim letzten Mal haben wir Genua ganz schön auseinandergenommen, mich in einer, naja, mehr oder weniger heroischen Schlacht um Bern, die Hauptstadt von Schweizerland. Oh, ich kann da schon Ballistentürme drin bauen. Und ich kann alle möglichen Truppen fortbilden. Was kann ich denn da ausbilden? Wow. Zu Fußpanzerritter, nice. Nice. Ja, liegt aber daran, dass wir hier schon eine Festung haben. Die macht sich auf jeden Fall gut. So, was haben wir denn hier noch? Eine Kaserne. Okay, nicht übel. Wo wir zwar viel bauen können dann, aber naja, gut, komm, ich mach's jetzt auf jeden Fall mal. Ich werde definitiv auch die Trübs... Dingens haben doch überlebt. Ja, wie auch immer sie das geschafft haben, eigentlich wurden beide komplett ausgemerzt. Dass dann so viele überlebt haben. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal alles merchen, was noch da ist und dann... Ja, dann sich langsam an die Fortbildung machen. Das ist aber eine echt gute Frage, was der noch hat. Ist da vielleicht noch neben Mailand irgendwie eine Stadt? Nee, hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Das gehört alles unscharf. Da ist Dauphin und Lombardie. Ja. Lombardei. Befehle? Vereinen die Truppen, keine kleine Armee eigentlich, ne? Ich glaube, ich schicke ich mal nach Bern zum Fortbilden. Prinz Nikola hat die Armee vertrieben. Wie lange muss ich denn eigentlich die Füße stillhalten in diese Schulen? Noch 6 Runden. Seine Heiligkeit, der Papst hat den Herrscher dieser Nation angeprangert und vom katholischen Glauben exkommuniziert. Warum denn nur? Das Einzige, was du machen musst, ist eigentlich deinen König in den Tod schicken. Dann wirst du wieder versöhnt. Weil wenn der stirbt, das ist ja der exkommuniziert ist. Das ist ja super. Ich glaube, der stirbt sowieso irgendwann die nächsten paar Runden. Pope Alexander der 15. von Aragon. Warum ist der erst 47? Das wird Ewigkeiten dauern, bis der weg ist. Und Aragon kann mich eh nicht leiden. Ja, der kann uns beide nicht leiden, leider. Ja. Scheiße mit der Scheiße. Ich muss unbedingt meinen Hassfeldzug hier gegen die Engländer fortsetzen. Das ist so... Jetzt haben wir wenigstens einen großen Feind ausgeschalten. Hm. Bin ich eigentlich mit dem Reich verbündet? Ja, ich zähle das Reich zu meinen Verbündeten. Sehr gut, ich glaube, ich greife die mal an. Ja. Freuen sie sich bestimmt. Nee, ich habe ja Venedig schon wieder als nächstes Ziel ins Auge gefasst. Weil ich will ja Italien einen. Hm. Da musst du ja eigentlich Rom als nächstes Ziel ins Auge fassen, solange du exkommuniziert bist. Das ist eigentlich ein guter Plan. Ja, das erstens und zweitens kannst du dabei den Papst töten. Oh. Warum bist du mit Aragorn im Krieg? Achso, ja stimmt, der hat dich ja belagert. So, die nächste Echtzeitschlacht wartet auf uns, Freunde. Männer! Ja, wir bringen zwei heute. Und voran! Zwei Parts und es ist nicht mal eine Runde vergangen. Nee, das... Also, naja, wird sich zeigen vielleicht. Ich glaube, das dürfte eine relativ schnelle Echtzeitschlacht jetzt werden, weil er hatte ja auch nicht so besonders viel. Boah, geile Festung. Also. Ja, es ist, glaube ich, Mott and Bailey, oder? Nee, es ist ein Dorf. Okay, das sieht mir auf jeden Fall nach Sergeanten aus. Na, muss nicht sein. Oh, das sind Bogenschützen, okay. Und die kann ich vielleicht von hinten reinreiten. In meiner Fernkampfkavallerie. Best plan ever. Geile Musik. Ach, scheiße, jetzt hat's die Angst. Das ist der... Das ist der Muezzin, der die Gläubigen zu sich ruft. Oh, komm mal los. Fuck, da hinten ist ja noch mehr. Ah, das ist Beduinen-Infanterie. Das ist eine Wüstenkavallerie. Aber das da vorne sind, glaube ich, ist, glaube ich, nur Speermiliz hier. Ja. Oh ja. Die sind halt, die haben halt nur eine bessere Panzerung schon, aber. Ja, okay. Gut, aber dürften dann trotzdem schwächer sein als meine städtische Speermiliz und sind auf jeden Fall weniger. Das auf jeden Fall. Du hast einen Kommandotypen noch mit dabei und an diesem Torengpunkt, da dürftest du sie eigentlich eh krass überrennen. Mhm. Leider habe ich kein Öl. Ja. Das wäre jetzt noch hilfreich, aber... Wobei eigentlich von da oben ruhig Öl runtergegossen werden könnte von diesem Aufbau, der überm Tor ist. Also da könnte man schon Leute hinstellen, die was runtergießen. Ja, gut, das ist halt gefährlich, heißes Öl auf eine hölzerne Mauer zu stellen. Ich glaube, das ist zur eigenen Sicherheit. Ja gut, die können ja mit Eimern dastehen und das dann runtergießen. Ja, das ist schon klar. Wenn da halt mal einer umkippt, dann ist halt die ganze Mauer futsch, wenn es blöd läuft. Das
Mit Bogenschützen schieben den Rampe. Ja, finde ich super. Die kann ich dann gleich, sobald das Tor gefallen ist, versuchen zu überrennen. Ich glaube, der nächste ultimative Feind ist eher der Aragonese und nicht der... Unser Feind steht an den Toren! Oh oh. Ich glaube, dass wir uns dann beide um den Aragonesen kümmern müssen. Ja, also alleine werde ich gegen den nicht viel machen können. Fürchte ich. Warum sind deine Türme nicht aktiviert? Ah, jetzt. Sehr gut. Aha! Hallo, Türme? Können da einfach über den Palisadenwald rüberwerfen. Sieht fast so aus, als würden sie durchwerfen. Nee, die werfen schon drüber. Pass mal beim Tor vorne auf. Sonst war die Türme nicht mehr aktiv, aber das ist mir wurscht. Ah, sehr schön, er verkackt. Sehr schön. Schnell durchlaufen und gib ihm. Schlechte Kunde! Unser Feind steht an den Toren! Eingefallen. Ich bin jetzt eine halbe Stunde rum, weißt du, bevor irgendwas macht. Ja. Ein bisschen ärgerlich, dass die Türme auf die Wüstenbogenschützen schießen. Das bringt halt echt ganz schön wenig. Und die werde ich sowieso relativ schnell kaputt machen können. Naja, dass man die Türme hier nicht, dass man denen nicht sagen kann, wie ein Shogun oder wie ein Rom 2, worauf sie feuern sollen, ist schon ein bisschen ärgerlich. Der Rambock des Feindes hat unsere Tore durchbrochen. Ah, Angriff. Nice, der bringt echt einfach seine Bogenschützen. Ach, scheiße. Bisschen zu langsam, aber macht nichts. Das ist für ein Trottel und das wird halt ein mega Loch in seine Moral auch reißen gleich. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, kommt er mit seiner Wüstenkavallerie ist der wieder. Sieg unser. Dann komme ich halt auch mit meiner Wüstenkavallerie wieder. Wenn er sie da einfach nur reinreiten lässt, ist sowieso wieder vorbei für ihn. So oder so, das sieht gerade echt nicht schlecht aus, was ich hier mache, glaube ich. Und er lässt sie reinreiten. Natürlich. Was auch sonst. Ich meine, es sind immer die Blänkler. Die Blänkler sind übermächtig im Nahkampf. Dadurch, dass er halt jetzt alles durch dieses Nadelöhr wieder schickt, da presst er halt deine Truppen wieder so zusammen. Das ist ja gut eigentlich. Nee, weil er schon einbringt, also. Ein bisschen. Oh. Halt sie an. Sehr gut, damit ziehst du die Beduinen ein bisschen weg. Ja. Und die sind eigentlich die größte Bedrohung gegen meine Miliz. Ich wundere jetzt gerade, dass die Wüstenkavallerie so lang steht. Na gut, weil die noch in ihren eigenen Leuten drin stehen. Du hast den Plänkelmodus nicht an. Das habe ich wohl nicht, ja. Ja. Ich mach selbstständig Feuern auch mal. Okay, jetzt werden deine Leute ziemlich hart gemetzgert. Aber wieso? Ja gut, weil er halt einfach Strength in Numbers hat da. Und deine Leute sind durch. Naja, läuft. Auf den einen, der hat keinen Bock wegzulaufen. Ah, jetzt. Er steht so da. Chicken, chicken, chicken. Ich bin da mal weg. Alter Schwede. Vor allem deine Wüstenkavallerie hat gleich keine Schosse mehr. So Hammerscheiße. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass man nicht 10 Millionen Wurfspeere mit sich rumträgt, aber... Naja, gut. Ich glaube, die Dinger sind auch arschschwer. Aber... darf man sie nicht so haben? Für den Imperator! Für den Imperator! Ah, aber die Niederlage scheint sicher. Seine Wüstenbogenschützen fliehen schon. Das Einzige, was mir gerade Kopf zerbrechen bleibt, ist eine Speermiliz. Ja, die halten relativ viel aus. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Aber sie fliehen. Nice.
Und du hast die Türme wieder erobert. Ja, Freunde, jetzt werdet ihr gemetzgert. Das war vom Feinsten. Freunde, schickt die gegen die andere Wüstenkavallerie, damit die die festnageln und nicht wegreiten können. Ja. Ah, okay. Ist ja nur hingemetzgert. Angriff. Ja, meinen schönen Charge hier. Naja, hey, der schöne Charge wurde irgendwie... Den habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, man stellt sich vieles im Leben anders vor, ja, als es dann wirklich ist. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. General dabei war. Sicher bei der beliebigen Infanterie. Das kann gut sein. Die jetzt übrigens gerade auf dem Weg zu mir ist. Das bedeutet, wir sollten ihnen einen freudigen Empfang bereiten. Was meinst du? Ja. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Krieg schon mal eine Flasche Wein an. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. So. Die Niederlage scheint sicher. Sehr schön. Jawohl, die Wüstenkavallerie flieht. Oh Mist. Die Türme sind gar nicht besetzt jetzt. Ja, beim anhaltenden Nahkampf dürften die Beduinen schwere Verluste einstecken. Ja, darauf spekuliere ich gerade auch. Ja, die haben halt fast keine Rüstung. Ja. Der Sieg scheint sicher, denken sie momentan. Normal, was passiert, wenn wir das ein bisschen... Unsere Männer haben lange gekämpft. Und sind müde. Nicht ganz so langsam. Okay, vielleicht solltest du dich doch zurückziehen. Hä? Warum habe ich denn jetzt die scheiß Türme nicht? Weil zieh dich trotzdem hinter die Mauern zurück, damit sie durch das Nadelöhr müssen. Greifst du wieder an. Also nur hoffen, dass dein General nicht krepiert, wo auch immer er gerade ist. Ach, er ist mitten in den Beduinen drin. Nee, da hinten war er. Da hinten war er. Das war der Bannerträger, der mitten in den Beduinen steht. Dass die Türme wieder nicht. Ist auch komisch. Aber trotzdem sieht es sehr gut aus. Naja, Kräftegleichgewicht. Gib dir recht. Die Macht ist das Recht. Ich behaupte, das ist jetzt eine reine Sache davon, wer zuerst den Hauptmann erschlägt. Na gut, dann steht er hier hinten steht, könnte das... Ja, und er nichts macht, er steht nur da und lässt sich verprügeln. Okay, das stimmt. Aber unsere Männer, Gewehre sind gesegnet. Okay. Der feindliche General ist tot. Wir haben den Idioten zur Hölle geschickt. Ah, Hauptmann Pelayo. Hauptmann Pendejo. Das sind ja Spanier, also von daher. Oh, die Leder, die Leder. Was für der Sieg scheint sicher. Was soll denn der Käse? Der Sieg ist so gut wie sicher. Fängt gleich der Muizin wieder an dahin. Okay, Leute, nochmal rückziehen. Ja, deine Leute sind am Ende, deswegen. Aber er sollte doch langsam auch eigentlich mal... Ach, hallo, das ist der PC, der cheatet doch. Aus dem Spiel wir auf schwer schon vergessen. Ich glaube, da kam gerade nochmal ein Pfeil raus. Ja, lass ihn mal so stehen jetzt. Ja. Eieiei. Wird schon Klagelied für Gandalf angestimmt im Hintergrund. Ja, also. Die gesamte klarer Sieg würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es war ausreichend. Wir kamen hierher nicht in friedlicher Absicht, sondern bereit zur Schlacht, bereit das Übel, das uns angetan wurde, zu rächen und unser Land zu befreien. William Wallace. Ist besiegt. Sehr schön.
Also, dass das jetzt dann gleich mal erstmal wieder überall Aufstände bekommen. Eine Nachricht vom König, mon ami. Ja, lasst uns das reden. Nehmen wir doch gern an. Colin. Colin. Colin! Sind wir fertig? Der Graf von Portugalia ist tot. Der polnische König ist tot. Alter. Der koreanische Schah ist tot. Es stirbt halt echt in jeder Runde mindestens einer. Hey, neue Mission. Blockiert den Hafen von Palma? Ah! Jetzt wissen wir, wo sie noch sind. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Freund. Cristoforo Rossi, nein. Was für Rossi? Wie kommst du auf Rossi? Achso. Kernuschi. Kornuschi. Genau. Was wünscht ihr? Oh. Gut, willst du dich dann um den kümmern oder soll ich das? Ich kümmere mich schon drum. Ja, ich würde sagen, setz dich so schnell wie möglich mit der Armee nach Genua rein. Bewegung! Nach Genua. In Genua sieht es momentan fit aus. Milan sind Aufstände. Signore di Milano, der Romualdo de Lecce. Okay, wo habe ich noch Aufstände? Schau mal schnell vielleicht auf dein, klick mal auf dein Wappen, schau mal mit wem du im Krieg bist. Ich glaube momentan nur mit dem Milaner. Und mit Portugal, ne, das ist ein Verbündeter. Ah, mit den Fatimiden auch, ja, und mit Aragon, klar. Ja, okay. Okay, gut, dann hat ja weder der Papst noch der Venezianer den Krieg erklärt. Ja. So, wo ist da jetzt der Hafen? Volle Segel. Ja, da, wo der Typ steht. Ah ja, da. Jetzt bist du eh schon exkommuniziert. Ja. Jetzt auch schon wurscht. Ja, sowieso. Aufstand in Milan. Ja, wo das Rathaus extrem beschädigt wurde. Ferrante de Paduli. Alter, warum sind die alle so scheiße? Ja, mussten, immerhin ist er fertile. Sehr schön. Wir mussten ein Scolarium bauen, dann werden die besser. Ja, sollte ich. Weil ich nicht weiß, ob du das in Palermo bauen kannst. Ich glaube, das kannst du in Städten bauen. So, jetzt wird hier erstmal auf jeden Fall eine Schiffswerft gebaut, um unsere Handelseinkünfte ein wenig zu verbessern. Miles Pedites. Sehr schön. Eigentlich bitter, dass ich mit der Kaserne immer noch nur... Ja, die Kaserne, mit der kannst du nicht mal wirklich bessere Truppen ausbilden. Du kannst das nur, indem du das Hauptgebäude ausbaust. Ach so, okay. Irgendwie. Also, scheint mir zumindest so. Ja. Ja, wäre gut möglich. So, du hast dann noch irgendwie eine Benachrichtigung. Ja, ich klicke die jetzt mal alle durch. Der König von Schottland ist tot. Ah, das Steakhaus in Syrakus ist fertig. Das ist sehr schön. In Pisa die kleine Kirche, in Genua die Rodung. Da ist auf jeden Fall interessant. Ja gut, Kirche kann ich mir sparen. Bordell. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, um die öffentliche Ordnung zu verbessern. Ja, oder der hier erstmal. Ich glaube, das Rathaus ist erstmal wichtiger. Ja. Oh, da sind sie schon wieder besser drauf. Plötzlich. Immer weil es einen Auftrag gegeben hat. So einen Bericht vom Papst haben wir noch. Okay. Kardinalsbericht. Kardinal stirbt, Karl von Eschenbach. Jetzt werden die ganzen Polen reinbefördert. Ja. Das ist, glaube ich, schon 4 oder 5 Kardinäle. Hammer. Ja. Ich habe eine Vermutung, wer der nächste Papst wird. Ich habe Alter. Die Inquisition ja, ist Herr, da. Benennt den Heiden, über den ich urteilen soll. 86 wen ist. Wen verdächtigt ihr, mein Herr? Mann. Der 51% Chance, das ist doch mit 18. Den Heiden, über den ich okay, das wäre jetzt aber nice soll. Gewesen. Ist auch ein Kardinal. Ketzerei verdient keine Gnade. Auch ein Arsch, Alter, aber... Ich bin Gottes Diener. Alter, das sind deine letzten 2 Kardinäle, oder ich glaube, einen dritten hast du noch auf Sizilien. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich glaube, auf Sizilien nicht. Ja. Nee, ich glaube, das sind tatsächlich meine letzten beiden. Das ist echt kacke, wir werden ganz schön aus dem Kardinalskollegium gedrängt. Mein Hi Sohn there. Wünscht euch den Tod. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Ja, stark. So, da steht uns schon mal wieder die nächste Echtzeitschlacht ins Haus. Na ja. Sultan! Ja, Herr, jetzt treffen wir auf den Feind! Oh Mann, Schadan. Der hat fast nur arabische Infanterie. Fuck, ey. Ja, ich glaube, die Fatimiden wollen dich tot sehen. Ich glaube, so einige Fraktionen auf dieser Welt wollen die Sizilianer tot sehen.
Ja. Wenn der jetzt Dingens hier noch den Krieg erklärt, dann ist es eh vorbei. Man nennt es auch Karthago 2.0. Und du hast sogar die Besitztümer von Karthago größtenteils. Das stimmt. Irgendwie ergeht es dir in jedem Total War, was wir zusammen spielen, wirst du mal gefickt. Vor allem es liegt nicht mal wirklich an der Fraktion, die du wählst. Es ist einfach keine Ahnung. Das Spiel merkt, wenn du am Steuer sitzt. Ja, und drückt mir schön noch einen rein. Da kann man nichts machen. Ja, vor allem was auch bei Rome war es ja so. Neue Fraktion entdeckt, eine Runde später Krieg. Diese Fraktion sitzt am anderen Ende der Welt und kommt in 100 Runden nicht zu mir hin. Ah, los. Na, Wetten, er schickt sich die Schlange jetzt auf den eigenen Fuß. Das wäre ein bisschen bitter. So dumm wie der ist, oder? Die haut ihm ab. So Schlange. Einen soll es wie ein Unfall aussehen? Daneben. Ganz knapp. Ganz knapp. Der Umfredo Lancia. Na gut. Aber ich glaube, das war's eh schon wieder für den Part. Ja, das war's. Aber... François de Bouillon darf noch... Hä? Nee, Français... Wie spricht man? Françoise. Françoise. Sie war mal ein François. Genau. Sieht schon sehr männlich aus. Der Bertrand Capier, ja, der darf heiraten. So, der König von Schottland ist tot. Der Graf von Portugalia ist tot. Der polnische König ist tot. Und der korespische Schah ist tot. Ja, kommt alles aufeinander. Klicken wir noch schnell durch. Ha, Etienne Capier. Wieder ein Etienne in unseren Reihen. Das war ein paar Gebäude sind fertig geworden, ein paar Rekrutierungen sind fertig geworden, die blöden anderen Gardinäle wurden befördert und Bertrand und François sind fertig. So. Sind verheiratet. Sie sind fertig. So Leute, das war's. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir gut durch. Ja gut, dann werde ich mit der Invasion auf den Aragonesen beginnen dann beim nächsten Mal. Ja. Solange ich gegen den Engländer noch die Füße stillhalten muss. Er wünscht Moro. Dann kann ich mal Richtung Bern schicken zum Fortbringen. Muss der aber auch erstmal eine gescheite Armee aus dem Ärmel zwiebeln. Naja, in Caen wird ja gerade eine ausgebildet. Ach ja, genau. Und da unten sitzt ja noch der Milaner. Den sollten wir auch erstmal endgültig... Stimmt, ja. Da sollte und das liegt noch in deinem... Zuständigkeitsbereich. Dann werde ich mal ein Schiff zum Scouten rekrutieren. Ja, Freunde, aber das und vieles mehr erwartet uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Ralf. Let's play together mit Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.